Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und heute bei Ami antwortet geht es um den Kommentar von Simpson 7. Simpson 7 fragt: Ist eine Ultraschallzahnbürste mit über 1 Million Schwingungen pro Minute nicht besser? Die Sonicare macht ja nur 62.000 Schwingungen pro Minute. Das ist eine sehr gute Frage. Ich persönlich halte überhaupt nichts von Ultraschallzahnbürsten. Erstens reinigen Ultraschallzahnbürsten schlechter als Schallzahnbürsten und zweitens sind sie noch gar nicht ausreichend untersucht. Bei Ultraschallzahnbürsten ist es ja so, dass wirklich Ultraschallwellen entstehen und diese Ultraschallwellen, die reinigen auf der Zahnoberfläche. Durch diese Wellen, durch kleine Bläschen, die da aufplatzen, findet die Reinigung statt. Bei Schallzahnbürsten sind es keine Schallwellen, die reinigen, sondern es ist einfach eine ganz normale mechanische Reinigung, indem die Borsten die Zahnoberfläche berühren. Bei Ultraschallzahnbürsten, wie gesagt, sind es wirkliche Ultraschallwellen, die dort entstehen und die für die Reinigung sorgen. Ultraschallwellen. Die sind nicht ganz ohne. Man weiß bei diesen Zahnbürsten noch nicht genau, was die womöglich im Gewebe anrichten oder anrichten können. Und solange das nicht abschließend untersucht ist, lasse ich da meine Finger von. Es kann sein, dass es völlig problemlos ist, aber man weiß es zum heutigen Zeitpunkt einfach noch nicht genau. Und deswegen würde ich sie auch nicht verwenden. Wenn man zum Beispiel ein Ultraschallbad hat, um seinen Schmuck zu reinigen, dann darf man ja während dieses Bad angeschaltet ist, nicht mit der Hand hineinfassen, weil das Schäden in den kleinen Blutkapillaren in der Hand hervorrufen kann. Das heißt, es würde mir schon mal Bedenken geben. Auch wenn man zum Beispiel schwanger ist und mit Ultraschall untersucht wird, dann macht man das mit einem gewissen Risiko. Und dieses Risiko ist kleiner als der Nutzen, den man davon hat. Das ist ja in der Medizin immer so, dass man Nutzen gegen Risiko abwägen muss und der Nutzen muss immer deutlich überwiegen. Und wenn man schwanger ist und eine Ultraschalluntersuchung macht, dann ist der Nutzen enorm groß. Man sieht, ob das Kind sich gut entwickelt. Und das Risiko ist in dem Verhältnis relativ klein. Also passiert ja in der Regel nichts. Aber es bleibt ein Risiko da und man wägt ja immer ganz genau ab. Man macht das nicht einfach so, jede Woche mal nachzugucken, wie es dem Kleinen so geht, sondern wirklich ja ganz gezielt. Und bei Ultraschallzahnbürsten habt ihr auch Ultraschallwellen. Und da bin ich einfach vorsichtig. Ich würde sie nicht verwenden. Und wenn ihr wissen wollt, womit ich meine Zähne putze und warum ich mit dieser Zahnbürste meine Zähne putzen wollt, dann schaut euch dieses Video an. Ich verlinke es auch noch einmal unten in der Beschreibung. Klickt gerne auf den Link und schaut euch an, womit ich meine Zähne putze. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Und folgt mir gerne auch auf Instagram und auf TikTok. Dort heiße ich auch Dr. Ami. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, die ich in dieser Reihe Ami antwortet, beantworten soll, dann schreibt mir das auch gerne unten in die Kommentare. Ich versuche so viele Kommentare wie möglich in diesen Videos zu beantworten. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.